Hallo, was ist das? Willkommen zu einem neuen Video. Auf gerade, Leute. Heute spielen wir Mini-Bird Wars mit meinen Freunden André und Kalle. Kuss geht raus an Stitchy für die wunderschöne Map. Und wir sind schon drin. Jungs, wir starten rein Mini-Bird Wars. Und guck mal, Leute, wie geil und süß das aussieht. Wir haben so ein ganz kleines Bett. Und hier so eine ganz kleine Area. Und wir können hier alles abbauen. Und hier ist es so, Jungs, wir müssen unsere Mats selber abbauen, okay? Nichts mit automatisch. Okay, ich verstehe. Aber wir brauchen ja auch nicht so viel Weg wie bei normalen Bird Wars. Deswegen ist okay. Deswegen ist okay. So, gut, Freunde. Und Waffen müssen wir uns auch irgendwie erlangen. Aber ich denke, Freunde, wir machen den Pusherweg, so wie Kalle, ehrenlos. Weißt du, ob das bin? Könnte auch André sein. Ich habe genau gesehen, dass du das warst. Wir haben beide das Gleiche gemacht, also egal, wen du gesehen hast. Ist so. Okay. Kein Problem. Guck lieber nicht. Denn? Ich habe 1000 Stein schon. Nein. Oha, was? Stitchy hat mir untergejubelt. Ey, laber nicht! Ja. Das ist ehrenlos. Er kam gerade zu mir angeflogen, hat mir 1000 Steine gegeben. Ehre. Ehrenlos. Ja, Stitchy. Egal, Freunde. Wir pushen durch. Wir pushen durch. Und ich habe schon einen guten Plan bei Mini-Bird Wars. Das erste Mini-Bird Wars, Freunde. Wo ich die Jungs auch komplett hops nehmen werde. Ich sag's euch. Aber wie du redest. Ist so. Ich hab gar keine Chance. Denn, Freunde, wir müssen dringend in die Mitte. Und guck mal, wie schnell wir schon in der Mitte sind. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob eine Runde hier reichen wird. Er hat schon eine Waffe. Digga, einfach die Schüsse des Lebens. Kleine Vorwarnung, ich lasse dich am Leben. Okay? Ey, lass mich, okay? Lass drüber nach. Wenn wir später zusammen wieder Kalle campt in Base und wir machen 1-on-1, so denk drüber nach, aus. Dass ich dich am Leben gelassen habe. Ich camp nicht in Base, Lüge. Du drüber nach, dass wir drüber nachgedacht haben, okay? Okay, ich denke drüber nach. Ey, ist ja richtig cool, wenn Kalle wieder ein HP in seinem Bett hat. Freunde, falls ihr diese Folge nicht gesehen habt. Was macht Kalle bei mir? Gar nichts. Warte mal, warum habt ihr schon eine Waffe und ich nicht? Hab ich mir gekauft. Kannst du kaufen? Ehrenlos. 40 Holz. Schnell, Leute, wir brauchen die Pistole. Wenigstens eine Waffe. Oder ich 60 war nicht bei deinem AR. Und wer mein Gold klauen will, der Unehrenmann, kommt der einfach zu mir. Würde ich niemals machen, das wissen wir beide. Kalle macht Gönnung für sich selbst. Ach so, zwei Münzen, was soll ich denn damit? Er hat Blue Life schon! Hä? Wir haben alle so Blue unfair. Life. Ist so. Ach so. Du wurdest auf André vorher angehedet. Ach, ich hab's schon angeschietet. Junge, man hat Respawn-Teil. Wer macht so eine Scheiße ins Digga. Ohne mein Bauteam. Ich wäre auch das ist gut. Das ist übel schlecht. Aber wie viel Zeit ist die Frage? Ich glaub, 5 Sekunden waren's. Oh, okay. Ja, okay, 5 Sekunden ist viel. Mein Stein gibt mir keinen Stein. Ehrenlos. Warum hau ich dann da drauf? Warum haust du den? Man behält auch sein Gold zum Glück, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Behält man die Mets auch oder nur das Gold? Ich glaube alles. Oh Mann, was willst du von mir? Ich hab AR. Wenn du eine AR hast. Ich hab auch AR. Okay, okay. Entschuldigung, Odemann. Entschuldigung. Geh schlafen, okay? Entschuldigung. Geh schlafen einfach. Ich guck dir jetzt auch die halbe Stunde zu, oder wie? Ja, normal. Okay, sorry. Voll gut, dann weiß man, wo man hingeht. Ist so. Okay, Freunde, wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz viel Steine, damit wir unsere Base komplett aufbauen können. So ein Ding ist das nämlich. Wie braucht man nochmal für den Upgrade 80, glaube ich, ne? Weiß ich gar nicht. Komm. So, welcher schießt auf mich? Schieß auf Odemann. Kalle hat auf dich geschossen. Odemann geschossen. Großer Fehler, Kalle. Er labert, damit du mich wieder fokust. Ich hab Odemann angeschossen. Nicht. Hör doch mal das Lächeln in seiner Stimme. Stimmt nicht. Kein Lächeln in der Stimme. Guck mal, André, du willst es nicht. Wir haben. Okay? Geh in die Mitte, ich gönn dir die Mitte, okay? Er hat eine Pump, André hat eine Pump. Wie, André hat eine Pump? Er hat mich einfach gelöscht, weil er eine Pump hat. Pickaxe Upgrade, let's go, Freunde. Das heißt, wir können uns hier coole Upgrades holen und wir können jetzt hier Stein abbauen. Das ist sehr, sehr nice. Nur wir brauchen ein paar Münzen. Wie viel brauchen wir denn? Oh, kann ich schon. Zack. Dass man die Sachen nicht hochtraden kann, macht mich kaputt. Let's go, wir haben eine Brücke gebaut. Richtig und richtig. Was hat die gekostet? Sag ich dir nicht. Wow. Weil die hättest du mit den Materialien wahrscheinlich selber holen können. Ja, aber ich glaube, die kann man nicht zerschießen, ist der Vorteil der Bridge. Nur eine kleine Anmerkung, Odemann, ja? Ich wollte nicht zu dir bauen. Chill das lieber. Sie immer. Immer. Pickaxe 2, mehr sage ich nicht. Oha, warum schießt du mir hin? Du willst, Odemann? Okay, komm, ich mach dir jetzt Beef. Ich habe noch nie mit dir gebieft. Mach mir mal Beef, ich hab Hunger. Okay, Jungs. Seid ihr ready für den Vernichtungsmodus? Ja, okay. Aber, Kalle, vernichtet! Im Vernichtungsmodus. Er hat eine Pump und klaut meinen Stein, Junge. Komm, wie er sich nicht traut, in mein Bett zu gehen. Warum? Woher hast du die angesnackt? Weil ich die gekauft habe mit Metall. Mit Metall? Oh mein Gott. Die One-Shot-Pump. Leg dich nicht mit mir an. Warte, wir müssen uns diese Waffe holen.
Hä? Ich konnte sie mir gerade holen, anscheinend jetzt nicht mehr. Gar keinen Sinn. Okay, okay, okay. Sind durch. Er hat mich gekillt, Digga. André. Ja, bitte. André. Ja. Tobi. Wir brauchen 100. Nee, wie viel Eisen? 50 Eisen. Das kriegen wir aber nur auf der Mitte. Deswegen, Leute, wir müssen Gas geben. Ein bisschen. Die Jungs sind ein bisschen weiter als ich. Das ist gar nicht gut. Mhm. Leg dich mal nicht nur in Bad Wars. Das stimmt. Sorry, Roman. Ich höre ihn, er will mich jagen. Please don't hurt my love. Was? My love. Ich war eh low life. Das wolltest du doch, sei ehrlich. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. No okay, more. Leute, wir müssen jetzt 50 Metall farmen und André spawnt gleich. Und hi. Ich hab kein Aim. Guck mal, seine Pumpgun, Digga. Ich werde die ganze Runde mit Pistole dein Leben nehmen, Kalle. Ganze Runde. Ey, man kriegt übelst wenig Gold. Stopp, stopp, stopp. André, ich hab dir nur geholfen, schneller daheim zu sein. Das wolltest du doch, Odermann. Ich wollte noch nie was. Wir sind im Mini, okay? Hör auf damit. Okay. Du, Freunde, wir haben genug Metall. Oh mein Gott, ich war fast runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Modus sind, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt können wir uns diese Münzen, Leute. Und wenn wir Glück haben, spawnen nur zwei. Okay, okay, okay. Das ist halt auch wirklich so billig. Bad Wars. Wisst ihr, wie ich meine? Weil es ja auch so mini ist. Es ist für kleine Menschen gemacht. Ach so, billig, okay. Bad Wars. Ja, ist so. Schade, wie du die Map von deinem Bauteam front. Pickaxe Upgrade. Okay. Nein, das war gar nicht so gemeint, du Doofkopf. Wir haben zwei Coins, Freunde. Zwei Coins. Okay, okay, okay. Mhm, Coins sind schon sehr, sehr selten. Rar. Sehr rar. Sehr rar. Winrar. Winrar-Datei. Wir könnten aber uns zu Kallis nicht sneaken. Ja, ja, genau. Sag mir am besten deinen Plan, oder? Bisschen Mann. Angst, dass was André will. Du willst nicht hierhin. Hä? Du schießt auf mich und dann baust du dich ein. Richtiger Odomann. Ehrenlos, dass du schon eine Popkanne eine Sniper, alles schon hast, Digga. Irgendwie kommst du nicht so ganz klar auf der Map. Du kommst nicht ganz. Irgendwie komme ich echt gerade nicht klar. Komm mal klar. Okay, wir haben immer noch. Ach, come on, come on. Aber das Geile ist, man verliert hier nicht seine Items, Leute. Das ist echt gut, weil sonst wäre ich echt ausgeflippt. Aber wir haben jetzt unsere ersten 20 Coins, die wir hier reinstecken können. Und ich habe schon eine richtig, richtig gute Idee. Aber dafür fehlen unsere Mats, weil ich wollte von hinten Kalle pushen. Aha. Danach André pushen, aber. Ich habe keine. Verteidigen. Wir gönnen uns jetzt die Waffe. Weil ich habe von Leuten gehört, die soll krass sein. Wenn sie nicht genervt worden ist. Oh, okay, Schüsse. André ist mächtig. Wir machen mal hier. Normal bin ich mächtig. Wir machen mal hier erstmal den hier, dass die Jungs erstmal eine Schwierigkeit haben, bei mir reinzugucken. Und dann gehen wir rein. Gucken. Ist dunkel geworden. Der, was hast du für Laser, Vasil? Ich habe 10 HP. Nein. Was mache ich jetzt? Oder Mann? Was war das denn? Hat nicht! Es ist dunkel geworden auf der Map auf einmal! Er steht vor mir, haut sich in die offene Position und schießt in die Luft. Ja, hä, nein? Mit 10 HP. Jungs? Und sagt es vorher auch noch, ja? Ich bin im Kreativmoduszentrum. Nice! Wild, komm wieder rein. Cool. Cool. Alles runtergefallen, ha. Alles gut. 10 Sekunden Respawn, cooldown. Ihr könnt weitermachen, alles gut. Okay, ich hab zwar gut. Alle meine Sachen verloren, aber ihr könnt einfach weitermachen, alles gut. Okay. Macht einfach. Gar kein Problem, Jungs. Ich kann dir was vorbeibringen, ich bin nicht für Rando. Ich hab alles verloren und bin hier gespawnt. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Team, Kalle. Du tust mit meinem Bett zerstören, was für ein Team? Ich hätte Kalle gerade gespitzhackt von 100 Leben. Hackt? Ja, genau, du hast Warte, gehackt. Jetzt Bro. Ist die Frage, wo spawn ich jetzt? Das knuspert nicht wieder mein Bett an, das ist dann unser Bett, Bro. Wir sind dann ein Team. Wir sind ein Team, Bro. Du hast bei meinem. Er spawnt bei meinem Bett und hinten auf die ganze Zeit. Das ich sterben doch beide, wenn es kaputt geht. Ich hab Hicks! Digga, Odomann, wir sterben doch beide, wenn du das Bett kaputt machst. Denk Nein, doch mit, doch Bro. Nicht. Stimmt doch gar nicht. Du respawnst doch auch nicht mehr dann. Wir sind doch jetzt in einem Team. Odomann? 50%? Nice. Er rafft es halt echt. Du rauchst es nicht gerade, du Dummkopf. Ey, du kannst dich so killen, wie oft du willst, aber ich lebe hier jetzt. Ja, und du hast dein eigenes Okay, Bett wir machen grad, einen Deal. Wenn du mir deine AR gibst, höre ich auf und geh weg. Ist mir doch egal, dann verlieren wir beide und André gewinnt. Von mir aus, Digga, ich bin dabei. Soll mir so egal sein. Irrelos. Hä, aber ich bin jetzt einfach bei Kalle. Ich habe einfach gar nichts mehr. Irgendwie habe ich das gerochen. Er zerstört sein eigenes Bett und beschwert sich dann. Entschuldigung, Kalle. Ey, ich kann so gebaute Sachen nicht kaputt machen. Ich glaube, ich habe Hex, Jungs. Oh mein Gott. Oh, du hast keine Waffen, oder? Junge, da war ein Loch. Da war ein Loch, Bro. What are you doing? Junge. Ich bin Junge. Warte mal. Was soll das? Wo bin ich jetzt?
Wo bin ich jetzt? Hä? Ich bin jetzt auf ganz andere Insel. André ist zu mächtig. Bro, Leute, bei mir ist alles verbuggt. Ich bin einfach Hacker. Ich mach das erste Bett kaputt, Jungs. Er ist im Hacker-Room. Aber nicht von euch, sondern von Stitchy. Ich kann... Guck mal, ich bin todesverbuggt. Ich bin Hacker. Stitchy, bau hier Stein ab. Komm, Holz. Ich kann nichts abbauen. Gib mir bitte zu bauen. Jungs, baut euch. Guck mal. Siehst du das? Hä, wie wild. Jetzt geht nicht kaputt. Feindliches Ziel ist auf 50% gefallen. Leute! Was ausprobieren, oder Mann? Wir haben Hex an, ja? Schieß mal. Geht auch nicht. Schieß du auf mich? Ja, das geht. Lol. Warte mal, ich habe jetzt keine Waffe mehr. Ich habe keine Ammo mehr. Stitchy ist raus, DG. Ich dachte, ich kann alles benutzen jetzt. Wie er mich editieren will. Hä? Ich kann nichts kaputt machen. Alles gut, Jungs. Macht's gut. Wann willst du das verstehen, dass es nicht geht? Haut rein, Jungs. Er will mich runterspliefen. Ehrenlos. Ich kann nichts machen. Ich hack. Jungs. Sorry, Mickey Mouse. Wartet mal. Ich hab eine Idee. Warte. Wir gehen zurück zum Zentrum. Nö, Digi. Warte, nicht hier. Ich gehe nochmal raus. Und jetzt komme ich wieder rein. Nein! Nein, ich guck zu! Nein! Okay, Leute, wir haben jetzt neu gestartet, aber haben uns jetzt eine Truhe gegeben mit 500 von allen Mets, damit wir uns wieder so freikaufen können wie vorher. Und dann wird nur noch gefetzt, Jungs. Ihr wisst Bescheid, okay? Leider haben wir keine Brücke, aber ich habe schon eine gute Idee, Leute. Wir gönnen uns mal erst die hier, dann gönnen wir uns Hebel, okay? Und dann gönnen wir das ziehen. Nein, Jungs, wollt ihr Stress? Sag mal ehrlich. Komm! Willst du das ehrlich? Sei ehrlich. Willst du das ehrlich? Sei ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Fette Fetzerei jetzt! Ich habe gehackt, aber ich habe auch nicht mehr gehackt. Ah, rehackt. Guck mal, wie er es blieft. Achso, weil ich auf dich schieße, genau. Ehrenlos. Weißt du, bist low. Ich geb dir eine Chance. Ah, bitte nicht! Ich geb dir eine Chance, Junge! Ich baue mich gerade irgendwie selbst ein. Guck mal, wie das lief. Ich hab dir noch einen Header gezogen. Ehrenlose Soße. Boah, will ich schon probieren, bin ich ehrlich. Wir brauchen aber wieder Münzen. Guck mal, wo Kalle hin will. Sag mal bitte, wo willst du hin? Hoch hinaus. Excuse me? Hallo? Wir leben in 2012. Mein 2012? Er hat Dings Security. Security? Security. Komm, Kalle. Komm, Kalle. Komm doch runter. Du stehst auf mir. Yo! Hallo? Kalle! Das Folgeprogramm, da brauchen wir eine Sondersendung. Kalle! Ehrenlos! Geh mal weg. Ehrenlos! Alles gut, ich lebe noch. Okay, alles gut. Aber ich habe jetzt eine gute Taktik, Leute. Wir haben eine gute Taktik. Wir gönnen uns einfach mal das. Hätte ich mir den André jetzt hinterrücks zu verraten? Gönnen wir uns einfach mal das. Dann gönnen wir noch mal den hier. Und das war's. Und dann machen wir einfach... Warte mal, ich habe noch eine Idee. Heute ganz wild unterwegs, Jungs. Aha. Nevermind, alles gut. Ich werf... ist gut. Nur kurz was austesten, André. Nicht schießen, bitte. Mhm. Kalle wieder. Ey, ich hab daneben geworfen. Egal, ich hab Türen gebaut gegen Kalle. Warum gegen mich? Warum verteidigt die alle? Okay, großer Fehler. Ich verteidige gar nicht. Deine ganze Map brennt. Dein Baum brennt. Dein Aquarium brennt. Ja. Würde ich jetzt auseinandernehmen. Okay, die waren lost irgendwie. Die waren irgendwie lost, die ich da gekauft habe. Aber gar kein... Du brauchst gar nichts zu tun, okay? Du weißt ja besseres Aim als du. Ich habe nichts gesagt, okay? Küss meinen Schuh. Ah. Okay, mach ich. Okay, komm lieber nicht zu mir. Aber erstmal mach ich dein Bett kaputt. Erstmal ehrenlos. Schnauze. Okay, ich höre bei Kalle irgendwelche Böller. Was ist da los, Kalle? Ich kann mir keine Munition mehr holen, Statement? Weil die das abfackeln. Ich glaube, Kalle ist wieder mute und checkt selber nicht. Nee, ich bin nicht mute. Ich versuche gerade, dich mit den Böllern zu treffen, aber irgendwie geht das nicht so. Ja, die sind weit entfernt, diese Böller. Wie die Galaxis. Hab's genommen, Junge. Ah, Junge, diese Havoc-Pump, ne? Die ist stärker als mein Sohlenzeh. Andreas, einfach... Was hat der für ein Aim? Gar keins, Junge. Er kriegt mit der Pump gar nicht die Schnauze, Junge. Geh schlafen, ne? War ein Geh-Schlafen-Move, ne? Das war ein Geh-Schlafen-Move, ja.
Hör auf mich zu meme, Junge. Ich muss kurz Kalle auch hops nehmen. Hops, man könnte 10 HP haben, du 300, du killst einen, sagst, geh schlafen, Junge. Natürlich, hä? Würde ich auch machen. Ist halt wirklich ohne Mann. Kalle. Ich komm hier nicht raus, ich kann nicht editieren. Bitte, bist du jetzt für immer stuck, oder was? So ähnlich, nur kann ich mich halt rausbauen, wenn ich abbauen und aufbauen und zubauen und draufhauen. Anschauen, ey Junge, diese Pump, ne? Die ist ehrenlos, wie ich André gerade gesehen habe, dass mein Bett unter... Okay. André, du wolltest den Fight? Ne? Ich hab gedacht, wir machen Kalle erst tot. Geh schlafen, Junge. Guck mal, dein ganzes Aquarium brennt dahin. Geh schlafen, Junge. Dein ganzes Aquarium brennt dahin und du sagst zu mir, geh schlafen, oder was? Ohne Mann, Leute, geh schlafen, Junge. Guck. Geh schlafen, Junge. Ey, wollt ihr mich jetzt gerade flachsen? Soll ich meine Hex wieder anmachen? Ne, komm. Soll ich meine Hex wieder anmachen? Wenn du nicht kaputt machen kannst, wilde Hex. Das war ein wilder Hack. Am Anfang ging's. Stärk dir den Rücken, André. Er sagt stärk, weit schießt er. Nein, er ist low. Hab ihn. Ah, geh schlafen, Kalle. Geh schlafen, Junge. Ich hab kein Holz mehr und ich hab hier keinen Baum. Ich kann kein Holz holen. Nee, Digga, nee. Och, nee, Digga. Okay, wir müssen jetzt irgendjemanden raushauen, Jungs. André, du weißt es. Du weißt, wir müssen es jetzt tun. So einer bin ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin jetzt wieder hier bei mir, aber so einer sei ich. Lass ihn raus. Er ist eingefangen wie so eine kleine Wühlmaus. Wühlmaus, Knopfaugen, lange Nase. Es ist... Osterhase! Alles gut, Jungs. Battelt ihr ruhig. Ich mach den einen 70er. Ehrenlos! Mein Bett! Ehrenlos! Ich wollte zerstören! Nein, du bist so dumm, André! Lass mich nicht noch zerstören, du Dummkopf! Ich wollte! Kalle! Wie ist es mal so, seine eigene Taktik hier in den Rücken reinzubekommen? Warnteamig! Immer! Immer mit André! Chill kurz, André, warte kurz. Ich wollte nur einen Schuss geben. Zu dir kommen wir gleich. Muss kurz Kalle sein Leben nehmen. Guck, hab's genommen. Batz. Ja! Ich bin gerade rausgeflogen, der Sekunde. Nein! Ehrenlos. Er macht die Odoman-Taktik. Wir können drüber reden, Odoman. Wir können drüber reden. 80 HP, du kannst nichts machen. Guck mal, wir können darüber reden, okay? Warte. Wie viel Leben hast du noch, sehr ehrlich? Wir können darüber reden, warte. Er hat genauso viel Leben wie sein Bett. Nein. Sehr gut. Nein. Genauso viel IQ hat er auch. Nein, ich habe eine gute IQ. Weil wir haben in jeder Insel eine dicke Chest mit vollem Inventar. Und wenn du kein Bett hast, hilft dir das wobei? Warte mal, wenn ich dein Bett jetzt kaputt mache, fliegst du komplett raus oder hast du noch dein Leben? Nein. Hallo. Ich bin rausgeflogen. Keiner sagt, dass du es kaputt machen musst. Es hat nur noch 80 Leben. Keiner sagt, dass du es kaputt machen musst. Man sieht halt nicht, ob er mein Bett kaputt macht. Egal, sobald ich die Anzeige sehe, ob er mein Bett kaputt macht, hau ich seins kaputt. Ehrenlos. Ich mach deins nicht kaputt, André. Ich müsste noch mal zu meinem Bett. Nee. Warum? Das ist nicht erlaubt. Wieso nicht? Das ist jetzt meins. Das ist nur Platz für ein Bett. Oh, du Mann, schummelt. Ich schummel nicht. Ich hab noch nie geschummelt. Er schummelt? Ich mach Bett kaputt, mir egal. Ich hab nicht geschummelt. Mit was habe ich geschummelt anscheinend? Du hast dir Stitchys Loot gegönnt. Nein, hab ich nicht. Bringt ihm ja auch nichts. Er kann nichts machen. Warum nicht? Genau wegen dem Aim. Junge, bei dem brennt alles. Okay. Ich warte auf die Anzeige, wenn das dann kommt. Ja? Ne? Dann mach ich deins kaputt, respawn und kill dich kurz. Okay. Das ist ein guter Deal. Mit Ansage. Warte, das ist ein guter Deal. Machst du wieder Raketen überall hin, oder wie? Nein. So. Zack, kaputt. Respawn, erstmal 20 Minuten zugucken. Komm. Das war ein guter Trick. Das war ein dummer Trick. Ich hab kein Holz, Mann. Ich kann mir auch nichts holen. Das ist gut. Ich hab keine Munition mehr mit meiner Eier, nur noch 12, ne? Ja!
Okay, 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 Leute, wir müssen nur irgendwie überleben. Den Ehrenlosen raushängen. Komm, 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 komm. Wichtig. Die paar bist besser. Was mache ich jetzt? Kalle, bitte sag mir. Ich sag dir gar nichts, gar nichts. Wo bist du, André? Ich versuche mir Holz zu besorgen, Junge. Holz? Und nochmal schwer, ja? Falsches okay. Bett. Kuss. Come on, come on. Leute, wir haben... Okay, ich bin gleich wieder da, 3 Sekunden. Ah, ich höre dich schon. Oha. Build a wall. Nee, Digga. Mann, warum brennt denn die Aquarium auf, Mann? Das fuck doch mal ab. Nicht im Ernst. Ja. Nicht im Ernst. Ja. Weil ich mir Munition kaufen musste, weil ich keinen Baum habe. Wieso habe ich keinen Baum? Warum steht da kein Baum? Ist weggeburnt. Hey, bist du auch ganz raus? Ja, ich bin raus. Die Taktik hat funktioniert. Ach, okay, das mit dem Baum war nicht geplant. Ich sag euch ehrlich, vielleicht hätte André dann gewonnen. Aber ich hatte gut. Ich sag dir ehrlich, ich hatte eine wilde Taktik. Kannst du keine Frage. Ja, schon wilde Walle. War schon krass. Okay, Freunde, das war echt ein geiles Bad Wars. Falls ihr nochmal sowas sehen wollt, Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die Jungs unten in den Infobox ab. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Und bleibt gut. Peace.